Ich werde mich sehr, sehr kurz halten, aber ich denke, es gebietet der Respekt, dass man doch ganz kurz auch etwas zu diesem heutigen Tag sagt. Es wurde jetzt von vielen Kolleginnen und Kollegen sehr viel Richtiges bereits gesagt und ich möchte mich nicht wiederholen. Was Kollege Andreas Leiter-Reber gesagt hat, wir haben 2019 der Landesregierung nicht das Vertrauen ausgesprochen, nicht die Zustimmung gegeben. Was wir aber sehr wohl von 2019 bis heute getan haben, ist, uns konstruktiv einzubringen und auch immer wieder versucht haben, die Zusammenarbeit zu suchen. Und ich denke, bei aller Kritik, die man natürlich von Seiten der Opposition auch üben kann, ab und zu ist es doch auch gelungen, dass von Seiten der Mehrheit diese Zusammenarbeit auch da war. Nicht vielleicht so, wie man es sich wünschen würde, gerade in Bereichen, die das Soziale betreffen, auch die Sicherheit betreffen. Vielleicht auch sogar ein Thema, und das habe ich Ihnen mehrmals in persönlichen Gesprächen auch gesagt, was mich besorgt, das war diese Spaltung der Gesellschaft, die man in meinen Augen mit ein bisschen gutem Willen und guter Kommunikation, und Sie haben alle Top-Berater um sich herum, auch verhindern hätte können, ist nicht passiert. Im Gegenteil, die Kluft, glaube ich, ist größer geworden und mit diesem heutigen Tag an einem Tiefpunkt auch angelangt, der für viele Menschen draußen, und auch das wurde schon gesagt, einfach nicht mehr nachzuvollziehen ist und irgendwo ein Beweis auch dafür ist, dass sich Politiker von der Realität und auch von den Menschen wirklich distanziert haben, wirklich sich auch vielleicht entfremdet haben in Teilen. Die Alltagsprobleme, die wir wirklich in Südtirol in der Zwischenzeit haben, sind ganz andere als persönliche Befindlichkeiten unter Politikern. Die dürften in einer Zeit, in der wir uns befinden, absolut keine Rolle spielen. Und ich möchte Sie an Ihre eigenen Worte erinnern und vielleicht auch dazu animieren, ab und zu das hier Gesagte, auch wenn es Jahre her ist, sich noch einmal zu Gemüte zu führen und bestimmte Dinge durchzulesen. Es geht um den 25. Jänner 2019, als wir die Landesregierung hier gewählt haben. In der Debatte haben Sie folgenden Satz gesagt. Und wenn Sie sich zurückerinnern können, es wurde damals offen abgestimmt. Und es hat einige gegeben, ich weiß jetzt nicht mehr die Namen, die diese offene Abstimmung kritisiert haben. Und Sie haben damals gesagt, schauen wir uns in die Augen und sagen, ich bin dafür, ich bin dagegen und legen die Gründe dafür dar. Genauso findet diese Abstimmung statt, transparent, offen und ehrlich. Zitat Ende. Und warum sage ich das? Sie haben heute hier allen zugehört und jeder der Opposition wird Ihnen offen in die Augen schauen, hat es gemacht, offen dargelegt, wie sein Stimmverhalten sein wird. Die Zusammenarbeit hat niemand aufgekündigt, aber wie offen schaut es in Ihren eigenen Reihen aus? Ihr Problem ist nicht Wiedmann und das wissen Sie. Es braucht einen Parteibeschluss, den Fraktionszwang, denn wenn wir uns am Begriff ehrlich aufhängen, dann wissen Sie ganz genau und so ehrlich, Herr Landeshauptmann, das bitte ich Sie, müssen Sie zu sich selbst sein. Sie wissen, dass es heute hier keine ehrliche Abstimmung geben wird. Sie haben mit Sicherheit im ersten Wahlgang die 18 Stimmen. Etwas anderes wird nicht möglich sein. Aber Sie wissen selbst am allerbesten, dass es keine ehrliche Abstimmung sein wird. Auch wenn Sie als unter Anführungszeichen Sieger herausgehen werden. Und Sie wissen es auch, dass wir mit dem heutigen Tag hier keine Befriedung herbeischaffen werden.
Mit Sicherheit nicht. Und ich frage mich, wie diese restliche Zeit, die wir jetzt in dieser Legislatur noch haben, mit den gesamten Baustellen, die wir ja in Wahrheit vor der Pandemie schon hatten, in allen Bereichen. Natürlich hat die Pandemie ihres dazu beigetragen, um Baustellen vielleicht noch eklatanter hervorzurufen. Aber wie soll das zeitlich sich ausgehen? Und wissend mit dem Hintergrund, dass es zwar eine transparente Abstimmung sein wird heute, eine offene, namentliche, aber mit Sicherheit keine ehrliche. Und da ersuche ich Sie wirklich, dass Sie darüber nachdenken und hier und da sich an Ihre eigenen Worte erinnern, auch wenn sie länger her sind. Denn Sie haben sich damals die Messlatte sehr, sehr hoch gesteckt. Das waren Sie selbst. Drüber gekommen sind wir wirklich noch nicht. Und in dieser kurzen Zeit und mit den Herausforderungen und im Wissen, dass die Befindlichkeiten und die Streitereien mit heute nicht beendet sein werden, stelle ich mir wirklich die Frage, ob wir, wie Sie es damals auch gesagt haben in Ihrer Rede, dass es nur darum geht, seriöse Arbeit für die Menschen zu leisten. Und das haben einige schon gesagt, auch mir wäre es lieber gewesen, wenn man hergeht, alle Karten auf den Tisch legt und auch schon den Plan B bekannt gibt. Denn das wird der nächste Brocken sein. Einfach herzukommen und zu denken, jetzt nehme ich dieses Ressort oder diese Ressorts, die ich wie immer nehme, einmal an mich, möchte das Vertrauen haben und dann schauen wir weiter. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Vorgehen, kein transparentes Vorgehen ist und dass sich die Menschen draußen wirklich von der Politik etwas anderes erwarten dürfen und etwas anderes erwartet hätten. Aber wirklich auf Ihre Worte Bezug zu nehmen, noch einmal, transparente Abstimmung wird es geben, wie es sie 2019 gegeben hat, eine offene, wie sie es 2019 war, aber keine ehrliche.